Also, was hat Sie dazu bewogen, ins Kloster zu gehen? Beziehungsweise mit welchem Alter haben Sie sich entschieden, ins Kloster zu gehen? Ich bin ins Kloster eingetreten, hier ins Stift Heiligenkreuz, als ich 23 Jahre alt war. Das heißt, älter als ihr jetzt seid, aber noch nicht sehr alt eigentlich. Ich bin mir zwar damals schon recht alt vorgekommen, aber mittlerweile komme ich schön langsam drauf, dass ich damals noch sehr jung war. Also 23 war ich, wenn ich ins Kloster eingetreten bin. Und die Frage, warum ich eingetreten bin, ist vielleicht eine der am häufigsten gestellten, die ich bekomme, weil sich viele Leute gar nicht vorstellen können, ja, was bewegt einen Menschen, so ein Leben zu führen. Ja, es ist ja doch eher, sagen wir, nicht so gewöhnlich, dass man das macht. Und da kann man sehr lange Antworten drauf geben, indem ich dann meine ganze Geschichte so erzähle. Und man kann ein bisschen kürzere, pointiertere Antworten darauf geben. Ich sage dir jetzt zwei Sachen, die für mich wichtig waren. Das eine, das habe ich schon öfter gesagt, das war ein Zitat vom damaligen Papst, wo ich noch ein Jugendlicher war, also wo ich in eurem Alter war, gab es einen Papst, der hieß nicht Franziskus, der hieß auch nicht Benedikt, sondern der hieß Johannes Paul II. Das war ein Pole und der war sehr lange Papst. Und der hat einen Satz einmal zu Jugendlichen gesagt, der für mich ein Satz war, der für mich wirklich eine Lebenswende ausgelöst hat. Etwas, was in meinem Leben etwas verändert hat und was bis heute, möchte ich fast sagen, ein Motto geblieben ist. Ich habe den gehört, wie ich so, ich würde sagen, 17, 18 Jahre alt war, auf einer CD. Und dieser Satz lautet: Sei niemals zufrieden mit Mittelmäßigkeit. Ja, sei niemals zufrieden mit Mittelmäßigkeit. Dieser Satz ist ein Satz gewesen, der mich damals wirklich irgendwie ins Herz getroffen hat und ich mir gedacht habe, ich möchte nicht mittelmäßig leben. Ich möchte nicht einfach so leben, wie alle leben oder nur, wie man es von mir erwartet, sondern ich möchte selber mein Leben in die Hand nehmen und möchte nach dem wahren Leben und dem guten Leben suchen. Und jetzt komme ich zum zweiten Punkt. Sagen wir, auf meiner persönlichen Lebenssuche, wo man sucht, wie kann man sein Leben gestalten und an wem kann man sich auch orientieren, an wem kann man sich festhalten, ist mir bis jetzt noch niemand glaubwürdiger und faszinierender und ehrlicher erschienen als Jesus Christus. Und deswegen bin ich zunächst einmal, bevor ich ins Kloster gegangen bin, habe ich mich entschieden, ein Christ zu sein. Das ist einmal das Erste. Das ist eine Berufung, die jeder eigentlich hat, ein Christ zu sein, Jesus nachzufolgen. Und das glaube ich bis heute. Jesus ist jemand, wo es sich lohnt, sich einmal mit ihm ehrlich auseinanderzusetzen und es sich auch lohnt, das Leben für ihn einzusetzen. Und bis jetzt bin ich nicht enttäuscht worden. Soweit.